Pulverbeschichtung erfolgt von Hand. Das heißt, Pulver wird aufgetragen, elektrostatisch aufgeladen und haftet an dem geerdeten Werkstück. Das kann auch in der Großindustrie in großen Anlagen, die sehr teuer sind, erfolgen. Notwendig ist immer ein Steuergerät und wir haben ein Patent erhalten für die triboelektrostatische Aufladung. Hier das Beispiel an dem Demonstrator. Besonders sind die Luftverteilung über die Kanäle und dadurch erreichen wir in dieser speziellen entwickelten CNC-gefrästen Platte einen flächigen Pulveraustritt. Und hier im Demo-Modus sehen Sie, wie die Pulverwolke sehr flächig, sauber die Tribodüse verlässt. Nun, bei einem etwas komplizierteren Balkenschuh als Demonstrator erfolgt die vollautomatische Beschichtung, so wie es geplant ist, dass die Teile durchfahren und nach der Durchfahrt durch die Beschichtung komplett beschichtet sind, auch in den Ecken, vollkommen ohne manuelle Bearbeitung. Das Ziel ist, dass diese Einrichtung in jede Handkabine eingebaut werden kann und einfache, typischerweise zweidimensionale Werkstücke oder wenig tiefe Werkstücke hier beschichtet werden können. In dem Demonstrator ist danach eine Infrarottrocknungszone. Dadurch ist es möglich, sehr einfach und schnell Teile auszuhärten, einzubrennen und auszuhärten. Und hier sehen Sie das fertige Teil, perfekte Beschichtung mit sehr, sehr wenig Aufwand.